Wenn die Mütter mit ihren Babys kommen, sind die meistens zu Beginn ruhig. Und irgendwann, wenn die Mütter anfangen zu erzählen, was denn geschehen ist, wie die Schwangerschaft war, wie die Geburt war, was immer, irgendwann werden die Kinder plötzlich unruhig und beginnen Töne von sich. Und aber, jetzt zeigt mir das Baby, wo sein Trauma sitzt. Und dann beginne ich mit dem Baby so zu arbeiten, dass ich der Mutter sage, Moment, das interessiert mich zwar sehr, aber jetzt möchte ich meine Aufmerksamkeit auf dein Baby lenken und nehme mit dem Baby mit den Augen Kontakt auf und versuche, dass das Baby jetzt mit seinen Tränen ausdrücken kann, was es in der Alltagssituation zu Hause nicht kann, weil die Mama sofort das Gefühl hat, ich bin eine schlechte Mama, wenn mein Kind weint, dass ich quasi dem Kind eine geborgene Atmosphäre bilde mit dem Papa, mit der Mama, mit mir, dass das Kind mit seinen Tränen ausdrücken kann, was es möchte. Also ich habe zum Beispiel als Vater bei meinen beiden Kindern sofort gewusst nach der Zeugung, jetzt sind wir schwanger geworden. Das wissen alle Frauen, aber wissen eben nicht bewusst kognitiv, sondern im Körper drin. Und im Moment, wenn sie schwanger sind, wird das ganze alte, verletzte Baby in ihr und was sie alles erleben musste, wieder geweckt. Das heißt, wir tragen nicht nur die Konflikte der Eltern, die Traumatisierung der Eltern, sondern der Großeltern und das von der Mamas Seite und von Papas Seite her. Und sofort im Moment, wenn das Baby rüberkommt. Drum ist für mich eigentlich der Übergang der Geburt ist extrem wichtig und was ein Baby dort erlebt und möglicherweise ist das die intensivste Quelle von Angst, die es erlebt, denn Baby weiß genau, jetzt geht's los. Aber für mich ist der Übergang, wie die Seele rüberkommt aus der geistigen Welt, noch viel wichtiger, wenn quasi das Kind zum ersten Mal mit diesen unbewussten, der Mama selbst unbewussten Strukturen, dem Papa selbst unbewussten Strukturen Kontakt aufnimmt und die spürt. Und was wir feststellen in der pränatalen Psychologie ist, dass die Mama zwar das Baby im Bauch hat, aber das Baby spürt genauso intensiv, was im Papa vorgeht. Dass die Sexualität viel zu früh, viel zu heftig geweckt wurde, das bewirkt dann beim Bub, dass er die Mama heiraten will später, der Ödipus-Komplex, wie das Freud geschildert hat oder herausgefunden hat. Aber das ist nur ein Ausdruck der nicht erfüllten Sexualität in der Beziehung. Und seine Sexualität wird heftig geweckt, aber er kann sie nicht leben. Er kann, denn gleichzeitig ist die Mutter ja mit dieser Gespaltung, auch mit den ablehnenden Gefühlen. Und deswegen spaltet er diese Gefühle später auf eine andere Frau ab, die er so manipulieren kann, wie er will. Und mit seiner Partnerin ist er verheiratet und dort führt er eine Beziehung. Mhm. Beziehung in Anführungszeichen. Also ich möchte die Männer erst einmal zeigen, was für ein kollektiver Irrsinn in denen gefangen ist, aber die Mütter fühlten sich quasi verlassen von den Männern. Die sind nicht schuld an diesem Elend, das ist klar, sondern schuld ist die Trennung von Mutter und Kind, die Gesellschaft, die Mutter und Kind trennt. Je höher die Kultur steigt, desto schärfer wird diese Trennung. Das ist das Anliegen in meinem Buch, zu zeigen, dass nicht die einzelne Person verrückt ist, sondern die einzelne Mutter, der einzelne Vater, die einzelne Familie, sondern es ist immer Ausdruck des kollektiven Irrsinns in unserer Kultur drin. Mhm. Und nur das können wir ändern, eben in Beziehungen drin, in Beziehungen mit Kindern, dass wir uns langsam dieser verrückten Gefühle bewusst werden und die zulassen. Ja. Und dann die zur Ruhe bringen, dass wir am Schluss hohes Ziel, bevor wir sterben, sagen zu können, ja, das bin ich. Mhm.